mich jetzt hier verstecke, so verstecken sich auch ganz gerne mal die Blitzer in Oberhausen. Wir sind hier an einer ganz bekannten Stelle an einem stationären Blitzer. Und es gibt mittlerweile auch mobile Blitzer. Das heißt, es wird direkt inkognito aus Zivilfahrzeugen geblitzt und das nicht selten sogar direkt am Geschwindigkeitsschild. Da haben wir uns gefragt, ist das überhaupt rechtens? Darf man das? Denn eigentlich muss es doch eine Mindestregelung geben für den Abstand, damit man vernünftig bremsen kann. Das ein oder mal geblitzt worden, natürlich immer, wenn man es gerade eilig hat. Gott sei Dank noch nicht geblitzt worden. Einmal im Leben. Wissen Sie denn, wie die Regelung in NRW ist, dass wie der Abstand von dem Blitzer zum Geschwindigkeitsschild sein muss? Nee, das weiß ich nicht. Aber mich haben sie mal erwischt auf der Autobahn. Da war, glaube ich, erst 100 und dann 80 und dann so kurz dahinter, da haben sie mich dann gecasht. 50 Meter vielleicht? Das weiß ich nicht. 100 Meter oder? 100 Meter, 200 Meter. So 20 oder irgendwie war das. 200 Meter. 200 Meter? Mhm. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es gar keine Regelung in NRW gibt, aber in allen anderen Bundesländern schon? Dann ist das ein Unding. Das ist wirklich ein Unding. Das wollten wir mal genauer wissen. Auf Anfrage an eine Anwältin aus Oberhausen haben wir leider keine Rückmeldung bekommen. Aber Herr Christian Demuth, Anwalt aus Düsseldorf und Verkehrsrechtsspezialist, hat uns Frage und Antwort gestanden. Ob eine Regelung zum Mindestabstand beim neuen Erlass 2009 vergessen wurde oder absichtlich nicht gewählt wurde, weiß man nicht. Jetzt sind wir in Oberhausen bei Wolles Fahrschule und jetzt wollen wir mal den Fahrlehrer befragen und das mal genauer wissen. Hallo. Hallo, ich grüße Sie, kommen Sie rein. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das nicht. Also ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich weiß es nur aus der Entfernung, dass es so etwa 150 Meter sein sollten. Ich kann mir aber vorstellen, dass in Nordrhein-Westfalen da im Moment keine Regelung besteht. Würde mir natürlich wünschen, dass es überall so ein bisschen einheitlich wäre. Also die ganze Geschwindigkeitssache ist ja auch einfach nur eine Kopfsache und eine Einstellungssache. Und ich finde, wenn man sich weitestgehend an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, braucht man auch nie Angst haben vor dem Blitzer. Sollte, wenn schon, einheitlich sein. So fair finde ich das jetzt eigentlich nicht. Das ist aber abzocken. Wenn ich vorher unbeschränkt schnell fahren darf und dann nur 80, ist vielleicht schwierig zu bremsen. Wenn man mal wirklich das so gerade sieht und dann reagieren will, ist es ja meistens schon zu spät. Gerade mit der 50-30-Regelung natürlich. Dem Ganzen wollen wir jetzt mal einen Praxistest unterziehen. 10 Meter vor mir ist das 50er-Schild, da komme ich also gerade her. Und ein paar Meter vor mir direkt das 30er-Schild. Da wollen wir mal schauen. So schnell kann man geblitzt werden. Hätte hier jetzt ein Blitzer gestanden, wäre ich eindeutig geblitzt worden. Wie der Praxistest uns gerade gut gezeigt hat, ist es nahezu unmöglich, rechtzeitig die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen, wenn nur ein paar Meter vorher schon eine höhere Geschwindigkeit gefordert wurde. Wie man sehen konnte, wissen die meisten wirklich nicht, dass es hier in NRW gar keine Regelung für den Abstand gibt. Allem Anschein nach wird dies auch gezielt ausgenutzt. Das ist eine Frechheit, denn hier am 30er-Schild könnte nun auch geblitzt werden. Nach nur 50 Metern ist dort das nächste Geschwindigkeitsschild. In allen anderen Bundesländern wäre das Blitzen hierzwischen gar nicht möglich. Allerdings ist es hier in Oberhausen schon oft vorgekommen. Im Sinne der Gerechtigkeit wäre es fair gewesen, das Gesetz des Mindestabstandes nicht einfach nur in NRW abzuschaffen, sondern es für alle Bundesländer zu vereinheitlichen. Damit wir uns endlich alle einfach nicht mehr abgezockt fühlen. We'll be right back.